So, den ich gerade ausgeschalten habe. So, schlag zu. Kleine Scherbe brauchen wir nicht mehr, sondern ich meine das, was hier drin ist. Flammensteinplattenring. Den legen wir sofort an. Der macht nämlich Feuerresistenz. Steinplatten sind die Symbole des wahren Ritters und gewähren Stärke im Kampf. Die roten Steinplatten symbolisieren Flammen und stärken die Verteidigung gegen Feuer. Jupp. Very wichtig. Das heißt, wir sind jetzt gegen Feuer gewappnet. Also gegen die bösen Kugeln, die der uns da entgegenwirft. Wow, einfach mal vorbeirennen. Der wirft nämlich gleich hier runter, denke ich mal. Jo. So. Laufen, laufen, laufen. Hier ist auch ein Brandfleck. Also einfach weiter rennen. Und gucken, wo mein Seelenhaufen gelandet ist. So, ich würde gerne den Armbrustschützen eigentlich loswerden. Kann ich aber nicht. So, Ballon ist gut zurückerlangt. Und einfach um die Ecke. So hätte ich es vorhin auch machen sollen. So, Armbrustschütze ist weg. Feuerpumpe ist geworfen. Nebelwand wird dezent ignoriert. So. Weil wir müssen uns um den Riesen da jetzt erstmal kümmern. Wow. Ja, der seine eigenen Bomben zerdeppert. Au, und uns einfach mal so durch die Wand haut. Wir müssen dafür sorgen, dass er sich aufregt. Autsch. Ja. So ist er nämlich dann am leichtesten zu besiegen. Wow. Au, das war gegen mein Schild. Das war gegen meinen Körper. Wenn er sich aufregt und seine Stampfattacke nämlich macht. Dann ist er kurzzeitig genau die da. Ist er kurzzeitig außer Gefecht und wir können ihn erledigen. Genauso. Und er lässt uns netterweise seinen grauen Brocken da. Und 3000 Seelen. So, und wir haben unsere Ruhe vor ihm, weil er respawnt nicht. So, das heißt, wir können den ganzen Weg zurückgehen. Uns auf dem Rückweg die Nebelwand erstmal ignorieren. Wir haben noch andere Gebiete, in denen wir uns umsehen können, wollen, tun. Darunter übrigens nicht springen, das ist nur ein Dead End. Ja, da sieht man die ganze Chose. So. Da hinten ist ein Benarike-Ritter. Dem wollen wir auf jeden Fall Hallo sagen, weil der bewacht was. Gut. Aber erst einmal den Balder-Ritter da ausschalten. Da verschießen wir ihm einmal in den Kopf. Du bist so ein Degen-Ritter. Der einzige hier übrigens. Ja, mit seiner Reposé-Haltung. So, aber die hat ihm auch nichts genützt.
Kleine Scherbe und eine große Scherbe. Wie nett. Und er bewacht, glaube ich, gar nichts. Also ja, er bewacht nur den Weg unter dem Boss. Und ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass hier hinter der Nebelwand gleich der nächste Boss ist. Deswegen will ich mich hier erstmal ordentlich umsehen. Und zwar gibt es da drüben noch weiter, aber bevor ich versuche, darüber zu springen, mache ich lieber die Sturzkontrolle an, falls ich runterfalle, dass es nicht zu sehr Aua macht. So. Genau, nämlich so. Hier ist nämlich erstmal eine Armbrust versteckt. Und hier kommen wir wieder runter zu den Balder-Rittern. Ja gut, dann räume ich halt nach hinten rum auf. Und versuche dann nochmal darüber zu springen. So, erst einmal hier hoch. Wieder. Wir werden ja nicht mehr von dem Bombenschmeißer beschmissen. Wir können hier schon mal Loot aufsammeln. Eine Seele. Und hier können wir auch was aufsammeln. Zwei große Scherben. Sehr gut. Nächster Halt, Benaricke-Ritter. Hallo, mein Dicker. Du bist der gefährlichste Gegner hier. Genau, nämlich das, weil du eine große Keule hast. Und einen großen Schild. Und weil du trinkst. Aber du hinterlässt uns wenigstens eine große Scherbe. Sehr nett von dir. So, aber er bewacht natürlich noch etwas. So. Hier einmal runter, bitte. Nämlich diesen Seitenweg zu diesem Turm. Zum unteren Bereich dieses Turms, um genau zu sein. Oh. Dort werden wir nämlich schon beschossen. Und zwar von Rickard. Dem untoten Prinzen Rickard. So. Der nicht gerade besonders stark ist, auch wenn er einen Degen in der Hand hat. Ja, und er gibt uns seinen Degen. Sehr nett. Flammbersch. Dieses Großschwert mit seiner wellenförmigen Klinge war die Lieblingswaffe von Arstor, dem Grafen von Karim. Die Waffe zieht dem Feind die Haut ab und verursacht so starke Blutungen. Wie nett. Schottel, Schwert mit scharfer geschwungener Klinge, hergestellt von Arstor, dem Grafen von Karim. Schwierig zu führen, umgeht aber die Schildverteidigung und fügt auf diese Weise Schaden zu. Also zwei Karim-Waffen. Und ich habe ja schon mal gesagt, Karim ist nicht gerade die netteste Gegend, wie es mir scheint. Und daher ist Rickards Degen. Ein verzierter Rapier, die Lieblingswaffe des ruhelosen, untoten Prinzen Rickard, dessen Taten in einem Monomythos verewigt sind. Er wurde als Adliger geboren, begab sich aber auf eine verhängnisvolle Reise. Er wurde zum Untoten und verschwand im Norden. Ja, er verschwand in Sens Festung. Sense. Sie eignet sich zum besonders zum Aufschützen, doch ein falscher Schwung und man steht ohne Deckung da. Ja, die haben wir auch in Sens Festung gefunden. Fares Bogen, eine Scharfschützenarmbrust. Große Armbrust mit großer Reichweite der Scharfschützen von Karim. Schon wieder. Wird oft mit Scharfschützenbolzen benutzt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Modellen erfordert die Benutzung der Scharfschützenarmbrust Geschicklichkeit. Aber leider, wie jede Armbrust in Dark Souls, hat sie keine Attributsboni und man kann mit ihr nicht zielen, so wie mit dem Bogen. So. Aber wir können hier noch einen Ort betreten. Ihr seid beides keine Mimics, soweit ich weiß. Nein, seid ihr nicht. Deswegen können wir euch plündern. Einmal ein göttlicher Segen zum Heilen. Und einmal, was haben wir hier? Seltener Ring der Opferung. Oh ja, den hatten wir auch noch gar nicht.
Dieser mythische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals vom Welker der Sündengöttin geschaffen. Der magentafarbene Ring ist extrem selten. Der Träger leidet bei seinem Tod keine Verluste und wird von allen Flüchen befreit. Der Ring zerbricht aber in diesem Fall. Also so ähnlich wie dieser hier. Nur besser. So, gut. Das war dieser kleine Abstecher in den geheimen Turm hier drüben. Wir wollen aber jetzt wieder zurück nach oben und nochmal den Sprung versuchen. Und dieses Mal würde ich auch gerne springen. Das kann ja nicht so schwer sein. Genau, so geht das nämlich ganz einfach. So. Dazu müssen wir aber erst hier hoch. Und sind schon wieder an der richtigen Stelle. Und ich will mal den da loswerden. Den wird mal übrigens nur mit dem Bogen los. Aber dafür ziemlich gut. Vor allem, wenn man ihn irgendwann mal in den Kopf schießt, dann bleibt er einfach regungslos da stehen und guckt ganz bedeppert. Und wir können ihn erschießen. So. Weg mit dir. So. Wow. Er gibt allerdings nur, glaube ich, 1000 Seelen. Genau. Deswegen ist er kein richtig, wirklich toll ernstzunehmender Gegner gewesen. Aber er respawnt halt immer wieder. So, nächster Versuch mit dem Sprung. Wow, und geschafft. So. Hier drüben haben wir erst einmal einen Tisch zum Zerrollen und einen neuen NPC, den wir allerdings erst einmal ignorieren. So, sondern wir gehen hier runter. Denn hier wartet noch was Schönes auf uns. Erst einmal ein Schlangenmensch. Beziehungsweise ein Schlangenmagier. Wenn wir hier drüben rüber gucken, können wir in den Boulder-Raum sehen. Genau, das hier ist nämlich die Brücke, die wir von der anderen Seite gesehen haben, bei dem Boulder-Ausgang, der ins Nichts führt. Also einfach da unten ins unendliche Schwarz. So. Wieder nach oben. Und mit dem NPC reden. Der sich hier heimisch eingerichtet hat. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, wir sind ganz oben. Und hallo du, wer bist denn du? Du siehst, du trägst die Rüstung eines Benarike-Ritters, hä? Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead, eh? I took my son's fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out. With your soul searching. Okay, er hat schon mal, er verkauft uns schon mal Sachen und er lässt mit sich reden. Erstmal verlassen wir ihn. Okay, er ist schon mal nicht sympathisch, wenn wir ihm nichts abkaufen. Oh, yes, it's you. What is it? Still something you need, eh? Anything at all? Erstmal reden wir mit ihm. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. Okay, hat er uns noch was zu sagen? Give you a nibble of advice. Don't even consider visiting Amorlondo. Not in your state. For a century they've tried and failed. The Night King Rendel, Black Iron Tarkus, and even Logan himself. You won't stand a chance, you'll be eaten alive. But go along if you wish.
If only to deepen your despair. Also ja, er hat uns gerade eine wichtige Information gegeben, und zwar, dass es schon seit einem Jahrhundert Leute versuchen, hier durchzukommen. Also der Ritterkönig Rendal, den wir ja aus den Balder-Texten kennen, Bicket Logan, den wir vorhin befreit haben, wer weiß, wie lange der da schon drin saß. Also ich vermute, dass er schon mehrere Jahrzehnte da drin gehockt hat in dem Käfig und gewartet hat. Und auch ein Mann namens Eisentarkus, über den wir bis jetzt noch nicht viel wissen. Also abgesehen von seinem Namen jetzt.